herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Schaut mal, es ist genau 2.54 Uhr und ich habe wieder was Teuflisches geplant. Und zwar gibt es heute einen Prank, aber nicht an Hakan, sondern diesmal müssen unsere Nachbarn drunter leiden. Ihr kennt wahrscheinlich unsere Nachbarn und Freunde Yelda und Emre. Und die... Nala ist gemeinsam mit mir aufgewacht und die kommen heute aus dem Urlaub zurück. Ich habe mir von der Mama den Schlüssel geliehen und werde mich jetzt gleich auf den Weg machen. Die werden nämlich in circa so einer Stunde, glaube ich, zu Hause sein und ich werde ein bisschen die Wohnung verwüsten und dann dort auf die warten und einfach nur erschrecken. Ich hoffe, mein Prank funktioniert. Ich hoffe, die kommen nicht zu früh. Ja. Ich mache mich jetzt auf den Weg und melde mich einfach von dort wieder. Bis gleich. So Leute, ich bin jetzt da. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Das ist so komisch irgendwie, nachts um 3 hier zu sein. Ja, ich werde jetzt ein bisschen die Wohnung verunstalten, sprich die Schubladen aufmachen, irgendwie ein bisschen hier rumwühlen, dass man denkt, hier wurde eingebrochen. Dann werde ich mich hier hinten auf dem Balkon verstecken und einfach warten, dass die kommen. Und wenn die dann da sind, werde ich natürlich auf den richtigen Moment warten, bis die ungefähr hier im Vorraum sind. Und dann komme ich einfach rein. Ich hoffe echt, dass das funktioniert. Also drückt mir die Daumen. Ich bin so aufgeregt. Ich habe jetzt noch meine GoPro dabei. Die werde ich jetzt auch noch irgendwo platzieren. Und dann kann es losgehen. So Leute, also so sieht mein Werk jetzt aus. Ich habe jetzt überall die Schubladen ein bisschen aufgemacht. Hier hinten Zeug rausgeholt und hier liegen hier die zwei Laptops und die werde ich jetzt verstecken, dass die denken, die Laptops wurden geklaut und dann verstecke ich mich auch. So Leute, ich warte jetzt hier und zwar schaue ich jetzt einfach, wenn das Licht angeht, beziehungsweise wenn ich die höre, die sind hier ganz oben und die kommen ja aus dem Erdgeschoss, dann höre ich die auf jeden Fall. Bis sie dann nach oben kommen, dauert es. Also dann habe ich noch genügend Zeit, die andere Kamera anzuschalten und mich zu verstecken. Ich bin so aufgeregt. So Leute, ich bin jetzt auf dem Balkon. Ich glaube, die sind jetzt da. Ich habe das gehört. Aber ich habe Angst. Ich traue mich nicht reinzuschauen. Abla mı bir şey aradın? Beni bırakmazlar buraları. Çünkü bak beyaz adam hiç fena yazıyor. He? Bak beyaz adam hiç fena yazıyor çünkü. Manyak. Allah senin belanı vermesin kız. Polisi çağırdı yani. Die Polizei ruft mich, ich schwöre. Herzlich willkommen. Also, ich war schon seit 2 Stunden. Oh, Scheiße, Mann. So, Leute, ich würde sagen, mein Prank ist echt geglückt. Ich habe nicht umsonst so lange gewartet. Jetzt gibt es noch kurz Kaffee und danach gehe ich schlafen. Und ich glaube, die sind auch müde, oder? Ein bisschen. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich will jetzt einfach nur noch ins Bett. Ich bin so müde. Ich habe jetzt 2 Stunden auf die gewartet. Aber wie gesagt, mein Prank ist echt gelungen. Die haben sich erschreckt. Die haben wirklich gedacht, dass ein Einbrecher da war. Und sind dann hochgegangen in die obere Etage, um zu schauen, ob noch alles da ist. Und ich bin echt rechtzeitig noch reingestürmt, weil Yelda gemeint hat, sie hätte wirklich gerade zum Handy gegriffen und die Polizei angerufen. Also Glück gehabt. Ich hoffe, der Prank hat euch gefallen. Ihr lasst mir ein paar Daumen da und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.